Ralf Oppermann ist der Fraunhofer-Experte, wenn es um das Thema Metaverse geht. Und wir sprechen jetzt mit ihm persönlich nach seinem grandiosen Vortrag. Live, hallo. Schön, dass du da bist. Rappelvolle Bühne, interessiertes Publikum. Nächstes Mal gibt es eine größere Bühne, oder? Ja, kann sein. Ich bin ganz begeistert. Ist meine erste größere Konferenz jetzt wieder. Und es war wirklich eine sehr angeregte Diskussion, muss ich sagen. Und die Zeit hat nicht gereicht. Vielleicht hat der Raum auch nicht gereicht. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns sogar im Metaverse beim nächsten Mal. Dann ist die größere Bühne woanders. Viele reden über das Metaverse. Was ist dieses Metaverse eigentlich für dich? Das Metaverse ist für mich eine Kontinuität aus dem Bereich VR heraus, ja, der ja schon seit 20, 30 Jahren erforscht wird, kombiniert mit den Möglichkeiten, die wir heute mit den neuen Techniken haben, durch die Plattformen, durch die Geräte, die uns alle inspirieren, die uns auch ermöglichen, die Umgebung, die uns umgibt, einzucapturen als digitalen Twin und uns in dieser Umgebung kollaborativ zu treffen, dass wir uns also nicht mehr zweidimensional in einer Bildschirmsituation treffen, sondern dreidimensional in einer kollaborativen Umgebung. Nochmal zu deinem Vortrag zurück. Fact or Fiction? Was ist das Metaverse jetzt? Was ist die Take-Home-Message aus deinem Vortrag zum Thema Metaverse? Es wird Metaverse-artige Interaktionsformen geben. Es wird nicht nur ein Metaverse geben. Das ist jetzt nicht das neue Internet, in dem wir uns alle ab nächstem Jahr befinden und auch nicht in 10 Jahren. Aber es ist etwas, was unsere bisherige digital vernetzte Identität bereichern wird durch halt eine dreidimensionale Interaktionsmöglichkeit, die auch langlebig ist, wo wir uns halt drin treffen können, wo wir Maschinendaten mit reinnehmen können und uns am Modell unterhalten können. Und was ich noch ergänzen will, ist, dass wir das so machen sollten, dass wir das bauen, wie wir es in Europa gerne hätten und nicht, wie uns das der Plattformkapitalismus amerikanischer Bauart halt vorgibt. Du hast so ein bisschen die Zeitschiene eben schon reingepackt, was die Zukunft betrifft, dass es das 3D-Internet sein wird, aber eben noch nicht heute und nicht morgen in der Ausprägung, wie wir von Metaverse reden. Aber warum redet man jetzt auf einmal in 2022 über Metaverse, obwohl es die Begriffe in der Sci-Fi-Literatur und so weiter schon so lange gibt? Also warum gerade jetzt? Ich denke, das sind hauptsächlich zwei Komponenten. Ja. Also einmal gibt es eine Firma Facebook, die sich in Meta umbenannt hat und sehr viel ihres Geldes da reinsteckt, um sich da neu wieder zu erfinden und das halt auch im Marketing entsprechend betreibt. Das ist auf jeden Fall eine starke Komponente. Und die andere starke Komponente ist, dass die Geräte und die Services, die wir haben, jetzt einfach so leistungsfähig sind, dass wir uns das auch erlauben können, weil das passiert ja nicht ohne Grund. Ja. Und es passiert aber auch nicht nur mit einer Firma, sondern wir haben einfach alle Elemente vorliegen. Jetzt können wir gucken, was wir mit diesen Bausteinen machen. Apropos vorliegen. Warum beschäftigst du dich als Fraunhofer-Forscher damit? Wo ist der Forschungsbedarf für das Fraunhofer FIT, für die Fraunhofer IOK-Gruppe oder für eine Fraunhofer-Gesellschaft oder jede RTO? Wo ist das Forschungspotenzial im Bereich Metaverse? Das ist für uns die computergestützte Kollaboration mit neuen Mitteln, mit Mitteln der Extended Reality oder der X-Reality, ja, also alles, was irgendwie AR, VR oder MR ist, ist die Zukunft unserer Kollaboration, die wir teilweise jetzt schon haben. Das kam auch eben in dem Talk, in der Diskussion nochmal mit raus. Das ist einfach die Opportunität, die wir gerade vor uns sehen. Und Fraunhofer ist ja dafür da, dass wir angewandte Forschung betreiben. Und die geht nach unserer Meinung beim FIT nur dann, wenn wir das selber mit anpacken und mit den Stakeholdern zusammen überlegen, was sind die Lösungen, die wir für eure Probleme, die ihr habt, bauen können. Für dich persönlich, Metaverse, Fact or Fiction, bist du Teil des Metaverse, willst du Teil des Metaverse sein, ja oder nein? Ja, schon, aber auch vielleicht nicht so, wie man es vielleicht aus der Marketingmaschinerie, insbesondere der großen Firmen, gerade rausgepumpt bekommt. Also es ist etwas, was wir punktuell sehen werden, was ich super spannend finde. Es ist einfach jetzt alles da, wo ich die letzten 10, 20 Jahre auch selber in meinem Forscherleben dran gearbeitet habe. Und deshalb finde ich, muss man das mit Bedacht umsetzen und die guten Elemente nehmen, die man braucht und die Sachen, die man nicht so gerne hätte, vielleicht einfach weglassen.
Letzte Frage zum Thema Republika. Wir sind ja hier auf dem Festival für die digitale Gesellschaft. Wir als Fraunhofer sind zum ersten Mal dabei, ihr seid zum ersten Mal dabei. Wie ist dein Eindruck von der Republika? Ja, ganz spannende Umgebung für mich. Ist mein erster Tag heute. Es ist sehr lebendig. Es sind unheimlich viele Talks gleichzeitig auf verschiedenen Bühnen. Teilweise mit Kopfhörern fand ich auch eine ganz coole Idee, dass man also auch so viele Sachen in einen Raum reinkriegt. Also alles sehr, sehr kompakt und sehr gut organisiert und sehr inspirierend. Also ich könnte mich hier in jede Menge Talks reinsetzen. Und es ist gar nicht genug Zeit da, um alles zu genießen, was hier gerade diskutiert wird. Und ich finde, es sind sehr wichtige Themen. Ja, also sehr reflektiert und ich könnte mir gut vorstellen, hier wieder herzukommen. Live. Vielen Dank für deinen Vortrag und für das Statement.